Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal Freunde. Den ersten Teil unseres Interviews haben wir bereits auf Jays Kanal soweit durchgeführt für die Leute, die noch nicht abonniert sind, Jay Trading, bester Mann und ich habe heute Jay Trading da. Wir werden über Themen sprechen, die sehr sehr interessant sind im Kryptoraum und wir haben hier einige Themen soweit auch, die wir im Rahmen dieses Interviews kurz miteinander durchsprechen werden. Wir werden auch auf Quant eingehen, da bin ich Jay auf deine Trading-Chart-Analysen gespannt, wo du eigentlich jetzt, Quant, siehst, wann erreichen wir die 1.000 oder die 2.000? und wir werden auch noch mal kurz auf VMeta eingehen. Da hatte ich dazu auch vor einigen Tagen ein Video dazu veröffentlicht. Und als letzten Punkt gehen wir natürlich auf die Altcoin Rally ein. Ja, wann wann kommt eigentlich der Bullenmarkt? Das ist glaube ich die Frage, die wir uns alle stellen. Und äh, so Jay, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie du eigentlich jetzt zu Quant stehst. Ja, also Quant wissen wir ja mittlerweile auch ISO 222 Standard und auch Ready. Ähm, wann geht das Ganze soweit los? Also mittlerweile, wenn ich jetzt mir die Charts anschaue, 158 Dollar, ähm, da bin ich auf deine charttechnische Expertise gespannt, wie du das Ganze siehst, preislich auch, mittelfristig und gerne auch langfristig. Ähm, man muss natürlich ganz klar sagen, Quant hat jetzt ja schon eine Rally hingelegt. So, ne? Man darf nicht vergessen, grundsätzlich sind wir immer noch in einem Bärenmarkt und generell makroökonomisch sieht die Welt katastrophal aus. Grundsätzlich... Äh, zur charttechnischen Analyse ist es aber so, dass was außenrum passiert, Partnerschaften hin oder her, das ist der Chartanalyse völlig egal. Na, das äh, macht für mich keinen Unterschied. Ich betrachte alle Coins genau gleich über die Chartanalyse. Es spielt für mich keine Rolle, was kann dieser Coin, wer ist dieser Coin, welche Partnerschaften <laughs> hat er. Äh, das spielt in dem Fall für die charttechnische Analyse keine Rolle. Das muss man sich kla ganz klar vor Augen führen. Und äh, ich bin auch immer noch einer von denen, die definitiv sagen, äh, dass die technische Analyse. Über der Fundamentaldatenanalyse steht. Ich weiß, das sehen viele anders, ähm, aber für mich, um Einstiegspreise zu definieren, um äh, das natürlich entweder auch zu traden oder natürlich mit der Hoffnung auch Gewinne damit zu machen, sehe ich die charttechnische Analyse äh, dafür einfach stärker für die entsprechenden Einstiege. Und ähm, machen wir den Gedöns mal hier wieder an. Äh, und jetzt muss man ganz klar sagen, Quant hat jetzt endlich die Korrektur, die lang ersehnte Korrektur eingeleitet. Ähm, also das ähm, orangene Kästchen ist jetzt einfach nur die. 50 bis 66% Korrektur der letzten Aufwärtsbewegung, also von hier aus in dem Fall, also das ist äh, in dem Fall normal, dass Bewegungen immer korrigiert werden. Bewegungen werden generell immer korrigiert, sowohl bärisch als auch bullisch und ähm, 50 bis 66% Korrekturen gerade im Kryptomarkt sind völlig normal, dass die stattfinden. So, das, in der grüne Bereich wäre hier einfach ähm, die gesamte Korrektur der kompletten Aufwärtsbewegung vom Low aus, äh, was wir hier gehabt haben, bei äh, knapp 40 Dollar oder sogar 39 Dollar knapp. Nee, 40 Dollar waren es dann. Genau. So, und dann ist natürlich die Frage, eine Glaskugel habe ich trotzdem nicht, Chartanalyse hin oder her. Wenn ich immer 100% Recht hätte, dann wäre ich reicher als Elon Musk. In dem Fall, wir können die Einstiegspreise so gut wie möglich definieren, aber 100% geht es halt eben auch nicht. Jetzt hat er es aber so gemacht, dass es angelaufen hat, was sehr, sehr gut ist, dass man dann hier natürlich abgewartet hat und eben nicht jetzt hier bei 170, 180 eingestiegen ist. Dafür war es aber in dem Fall auch so, dass man natürlich das im vorherigen Bereich verpasst hat. Gesagt hat, oder zumindest ich gesagt habe, ich steige jetzt hier bei 120 und so weiter nicht ein, weil ich nicht mitten in den äh, Chart einfach reingehe. Das ist natürlich das Risiko, mit dem man spielt. Mal klappt es, mal hat man den perfekten Einstieg, äh, bei vielen Coins klappt es, mal hast du einen dazwischen, der halt so ein bisschen der Ausreißer ist. In dem Fall war es leider genau Quant, äh, wo das einfach nicht hundertprozentig äh, hier im vorherigen Bereich, Bereich geklappt hat. Jetzt sieht es aber ganz gut aus, dass er die Bereiche wieder anläuft. Ähm, dazu muss man daher ganz klar sagen, Quant ist grundsätzlich, wir kennen den Coin und auswendig, denke ich, Völlig unterm Wert mit 150 Dollar. Auf der anderen Seite muss man aber auch natürlich sagen, wir befinden uns jetzt in einem Bärenmarkt und dafür ist Quant aktuell völlig überkauft. Ganz klar, weil das der Coin ist, wo gerade alle wild reingehen und wir eine vier, über 400% Rallye gemacht haben, äh, obwohl eigentlich alles Kollaps steht und alle Coins nur nach weiteren Lower-Lows eigentlich am mhm. Suchen sind. So, und dementsprechend, da sticht Quant schon äh, stark raus. Und äh, grundsätzlich. Klar, kann er die Bewegung vollenden. Ich würde es natürlich begrüßen, wenn er äh, auch die tieferen Bereiche hier natürlich voll anläuft in dem Fall und erst dann wieder hochkommt. Ähm, ich wage aber zu behaupten oder zu befürchten, besser gesagt, dass Quant äh, hier verfrüht reagieren wird und ähm, ja, schon vorher ausbrechen wird. Wenn wir, äh, also da sehe ich einen mittelfristig, dass er so sich erstmal verhalten wird, mhm. äh, in dem Fall hier. Und äh, langfristig hattest du mich ja natürlich noch gefragt, wann erreicht er endlich 1000 Dollar, was natürlich über alle wissen wollen. Ähm, da gehen wir einmal in den Weekly-Chart rüber. Das habe ich auch schon mal hier äh, gemacht. Das wäre so die Bewegung, wie wir es hier eigentlich im kleinen Bereich hatten. Der macht die Aufwärtsbewegung, der macht die Abwärts, äh, Abwärtsbewegung, um äh, final nochmal Käufer abzuholen, Liquidität zu gewinnen und steigt dann wieder. Und genauso wäre es hier in dem Fall. Ähm, dann hätten wir einen Bereich zwischen 730 Dollar bis 920. Also ich sehe ihn erstmal noch nicht direkt bei 1000 im nächsten Bullrun. Ähm, aber das ist so der Bereich, wo ich ihn mir im nächsten Bullrun erstmal vorstellen kann. Und auch dann. Äh, ja, das wird nicht straight gehen, das wird irgendwie so ein Gedöns hier sein und auch dann gehe ich von einer größeren Korrektur aus und um dass er dann weiterzieht und uns den darauffolgenden Bullrun, wir werden immer Bärenmärkte und Crashes haben, dann wird er uns über 1000 Dollar feuern. Das ist so meine Mittel- und Longterm-Prognose für Bond. Ich glaube, ich glaube, wenn wir jetzt erstmal vielen, vielen Dank, lieber Jay. Endlich habe ich jetzt auch auf meinem Kanal auch eine kleine Chart-Analyse. Ja, ich, ich kann das halt nicht. Ne? Ich kann das nicht. Ja, halt, ich würde es ja. so gerne können. Ich würde es so gerne können. Deswegen beneide ich dich auch, dass du die ähm, ja, also auch charttechnisch gut analysieren kannst und auch relativ ähm, in, in einfacher Sprache das Ganze machen kannst. Aber ähm, ich glaube, der nächste Bullenrun, Bullen ne? wenn wir jetzt bei diesem Thema kurz sind, ich glaube, dass wird ein Bullenrun sein, den wir so, glaube ich, noch nie gesehen haben. Weil wir hatten es ja auch auf deinem Kanal ja bereits gesprochen, wir haben immer mehr Adaption, wir haben immer mehr Nutzen. So, und wenn wir die Wallet-IDs einfach mal anschauen, die Wallet-Adressen, wir werden Tag für Tag brechen wir immer neue ähm, Rekorde, wenn es um die Erstellung einer Wallet-ID ist, sei es über Ethereum oder Bitcoin, wie auch immer. Und ich glaube, wenn wir... In einen Bullen, also es braucht halt eine Initialzündung. Ja? Also diese Initialzündung wird jetzt gerade gefüttert durch die Massenadaption, durch Meta, durch ähm, Kooperation mit Chains, ja? ähm, sei es jetzt die Polygon Chain Matic oder auch Chainlink mit Swift. Wir haben jetzt auch die ISO 222 Standard, das ist auch nochmal ein ganz, ganz großes Thema. Und äh, ich glaube, all das äh, sorgt für den ein oder anderen Benzinfass. So, und, und dann fehlt da nur noch ein kleines Streichholz, und ich glaube, das wird die Rakete ordentlich nach oben bringen. Und wenn wir jetzt in einen Bullenmarkt übergehen, das ist halt mein Gedanke, den ich habe. Es ne? muss halt auch nicht wahr sein, ich habe auch keine Glaskugel, Freunde. Aber ich glaube, schon jetzt äh, finden wir eine Massenadapt oder schon jetzt findet eine Massenadaption statt, was wir vor Jahren so noch nie gesehen haben und äh, nie denkbar für möglich gehalten haben. Und es wird dann irgendeine Initialzündung passieren und all das wird dann komplett durch Decke gehen. Ich glaube, die jetzigen Charts-Analysen, die jetzt schon sagen, als Beispiel Quant bei 1.000 Euro oder sonst was, ich glaube, das wird komplett unterbewertet sein. Ich glaube, wir werden Zahlen sehen, was wir uns so noch nie für möglich gehalten haben. Und man muss es auch sagen, das sage ich auch immer wieder auf meinem Kanal, wir sind in Krypto überaus früh. Überaus früh. Ich glaube, 2% der Bevölkerung, kennt Krypto und 1% hat überhaupt irgendwelche Wallets. Ne? Wie siehst du das eigentlich? Ja, ich sehe das eigentlich vollkommen genauso. Also wir haben natürlich, auch wenn die Charts jetzt natürlich oder die Preise von sämtlichen Krypto's absolut im Keller sind, äh, dennoch haben wir eine absolute Massenadaption im Hintergrund, wie sie vorher nie stattgefunden haben. Ganze Länder akzeptieren den Bitcoin, sämtliche äh, Shops akzeptieren, Altcoins, Banken fangen damit an und so weiter. Und man muss ja fairerweise sagen, mh, Natürlich nicht nur, aber jetzt im letzten Bullrun, den wir gehabt haben, es war auch viel heiße Luft da drin, ganz klar, weil es wurde extrem viel Geld gedruckt, was einfach in den Markt geschmissen worden ist, es sind unfassbar viele Retailer reingekommen, die einfach nur gekauft haben, weil einen Elon Musk gekauft hat oder weil alle gekauft haben und äh, die wurden ganz klar auf dem Markt, aus dem Markt rausgespült, jetzt so, trotzdem haben wir im Hintergrund so viel aufgebaut, wie wir es noch nie zuvor hatten ja diese Infos, die uns ja jetzt tagtäglich entgegenfliegen ähm, dass Banken, JP Morgan da die erste DeFi Transaktion über Polygon gemacht hat ähm, dass sämtliche teilweise einzelne Läden Unternehmen mhm. den Bitcoin akzeptieren selber kaufen akkumulieren und so weiter das haben wir alles im letzten Bullwand nicht mal gehabt und trotzdem sind die Kurse so hoch geflogen das heißt der reelle Nutzen der sich jetzt nach und nach aufbaut der ist so da wie er nie da gewesen ist die Welt steht natürlich kollaps deswegen sehen wir jetzt gerade nicht die ultra krassesten Kurse auch aber wenn sich das ganze Spektrum wieder beruhigt, auch und das ist auch so mein Denken, wenn irgendwann wird die Federal Reserve auch mit den Zinserhöhungen zurückrudern, ist auch mein Denken. Und genau in einem solcher Ereignisse werden wir von jetzt auf gleich einfach den Bullrun wieder entzünden. Das kann natürlich jetzt auch nach. Zwei Jahre auf sich warten lassen. Das ist erst in Kombination mit dem nächsten Bitcoin-Harving kommen, 2024. Aber mhm. grundsätzlich, wie du selber sagst, das ist ein Pulverfass, wo eigentlich nur noch dieses finale Streichholz zielt und dann bam. Und dann haben wir wirklich mhm. einen wirklichen Nutzen, der das nach oben schießt. Und der, allein, der alleinige Nutzen wird das über die all time highs schießen. Und dann haben wir wieder natürlich den Retailer, der wieder mit reinkommt mhm. und dann noch das überschüssige Geld wieder reinfeuert, Dann werden wir sicherlich auch wieder einen Crash und einen Bärenmarkt sehen. Aber grundsätzlich, ich denke schon, ähm, ja, dass das ein Bullrun sein wird, wie wir ihn noch nie gesehen haben. Ja. Absolut. Das Krasse ist auch, wenn wir jetzt ein bisschen vom Thema abweichen, ähm, das Geld ist ja da. Das Geld ist ja nicht weg. Ne? Ja. Also wir haben es wir bei dem Bullen, Bullenmarkt gesehen. Wir haben so viel an Transaktionen bekommen. Wir haben Rekorde gebrochen, sei es Volumen. Wir haben Marktkapitalisierung gesehen, was einfach unvorstellbar war. Und auch bei Dogecoin jetzt, äh, nachdem Elon Musk jetzt auch äh, Twitter aufgekauft hat, ja. haben wir gesehen, Dogecoin und DogeChain. Ja? Ähm, da ist so viel Marktkapitalisierung reingeflossen über Nacht. Also das heißt, das Geld ist ja da. Ja. Los, den Leuten, die Leute brauchen einen Anreiz dafür. Ne? Und das haben wir bei Twitter gesehen mit dem Kauf äh, äh, Elon Musk mit Twitter haben die Leute reingefommt ohne Ende. Und weißt du, was das Spannende war? Das ist mir tatsächlich in der Nacht irgendwann mal aufgefallen, dieser Gedanke. Ähm, es heißt ja, kauf die News und verkauf es. Nee, wie? wie oh Buy the rumor, sell the news. Also by, die Gerüchte kaufen, kaufen, News verkaufen. Genau, das hat da nicht funktioniert. Null. Das hat da Null. nicht funktioniert. Der, der Kurs ist einfach nur weiter ber bergauf gegangen. Und ich glaube auch, wenn wir jetzt im nächsten Bullenmarkt übergehen, dann werden wir genau sowas oder so ein... Ein, ein Spektakel auch sehen. Also das Geld ist ja nach wie vor da. Der Unterschied zwischen dem jetzigen Markt und dem äh, Bullenmarkt vor äh, einem oder zwei Jahren war, dass ähm, die Leute, mehr, also dass wir viel viel mehr Leute in Krypto geworden sind als vor zwei Jahren. Und somit haben wir auch viel viel mehr Kap Kapital, was in den Markt gespült werden kann. Und die Leute werden sich wieder rein wenn der nächste Bullenmarkt wieder losgeht. Und in dem Punkt glaube ich auch, dass wir einen Bullenmarkt sehen werden, was wir so noch nie gesehen haben. Und nochmal, wir sind jetzt ein bisschen vom Thema abgewichen ähm, zum Bullenmarkt. Wir werden dieses Thema auch nochmal zum Schluss behandeln. Aber zu Quant wollte ich noch eine Sache sagen. Wir hatten auch nochmal, ähm, Jay, uns darüber nochmal unterhalten. Ähm, ob jetzt Quant das Rennen machen wird, Chainlink oder XRP. Ja, also das ist ja, wie gesagt, alle drei haben ihre Daseinsberechtigung, alle drei haben auch ihre unterschiedlichen Stärken und Schwächen. Mir ist tatsächlich ein Gedanke nochmal aufgefallen, was ich in deinem ersten Video gesagt habe, war mein Statement dazu, dass alle irgendwo in einer Koexistenz auch eingehen werden. Ja, jeder wird ein Stück vom Kuchen abhaben. Ich glaube aber tatsächlich, Quant wird auch äh, ein bisschen. Wie soll, ich, wie, wie soll ich das jetzt ausdrücken, ohne jetzt die anderen Coins schlecht zu reden? Ich glaube, Quant hat etwas, was die anderen nicht haben. Weißt ja, du nicht? vielleicht was, was ich meine? so, ich, ich, ich wollte es dir jetzt aus der Nase ziehen. so, okay, okay. Ähm, ich, Quant hat nämlich was, das hatte ich auch in einem Video mal erwähnt. Ich glaube, das ist so ein bisschen untergegangen, was eigentlich die, das, das Größte an, an Quant darstellt, ist auch die äh, Legacy-Kompatibilität. Ja. Es bedeutet, die Legacy-Kompatibilität bedeutet, dass das Quant Network funktional mit älteren Systemen ist. Die brauchen kein neues Update. Du kannst dir das wie folgt vorstellen, du kannst dir einen ähm, Computer vorstellen, der rein theoretisch auch mit Windows 98 funktionieren äh, würde. Also du könntest rein theoretisch auch einen Rechner, der die ein oder anderen Spezifikationen erfüllt, könntest du auch ähm, mit an das Quant Network mit anschließen. Und das würde funktionieren, ohne dass, dass, dass dein Rechner ein Update benötigt oder spezielle Modifikation oder eine spezielle Software, das ist nämlich die Legacy-Kompatibilität. Und ich glaube, viele Banken hätten nämlich nicht in der Lage sein, ISO 222 umzusetzen, weil sie zu lange brauchen. Und ich glaube, da wäre Quant tatsächlich sogar ja. ein ein wichtiger Partner, weil sie eben diese diese Kompatibilität auch zu alten Systemen haben, die ähm, veraltet sind und in der Bankenwirtschaft sind natürlich zu 90 der Banken sind im System komplett veraltet. Komplett, ja. ja. Da ist die Angst zu groß, wenn sie dann ein Software Update machen, dass irgendwelche ähm, Backend Prozesse im Hintergrund zerschossen werden. Deswegen updaten viele nicht. Sie versuchen eher die Probleme dann zu beheben, wenn welche auftauchen. Ja, ich will äh, noch mal eben kurz mein Bildschirm freigeben und äh, für Quant dann noch mal kurz was aufzeichnen. Mhm. Ähm, das habe ich im, im Stream nämlich schon mal gemacht, was die Leute sehr, sehr spannend fanden. Und äh, ich habe es auch mal für XRP gemacht, als wenn XRP beispielsweise die Brückenwährung äh, jetzt für Swift werden würde oder so. Aber, da bin ich jetzt gespannt. Ja, Quant sind wir ja auch. Ähm, wir haben es ja mittlerweile festgestellt, eigentlich Quant kann eigentlich alles. Das kann auf alte Systeme zugreifen, auf neue Systeme zugreifen. Ähm, Thema Interoperabilität ist sowieso der heißeste Scheiß aktuell im Kryptomarkt. Ohne, ohne Interoperabilität kein Web 3, ohne Interoperabilität keine Massenadoption. Sage ich jetzt einfach mal so. Weil ähm, wir haben es ja immer, wenn, wenn, wenn du jetzt Ethereum übers Bitcoin-Netzwerk versenden willst oder so, da, da stößt du direkt auf Probleme und so weiter. Und wie schnell ist das, dass du mit einem einzigen Klick eine Million ins völlige Nirvana sendest? So, und äh, das sind so Dinge, die einfach nicht sein dürfen. Jeder Dulli muss in der Lage sein, ähm, ohne 50 Mal zu checken und eine Testtransaktion rüberzuschicken, dass es funktioniert. Dass mein Geld dort ankommt, hm. wo ich es klicke, wie mit normalen Banktransaktionen auch. So. Und ähm, wo aber natürlich auch Banken ganz klar auf äh, diese Probleme stoßen, äh, wie wir es natürlich ja im Forex-Markt haben. Also im Forex-Markt ähm, natürlich der Handel mit Währungspaaren als solches. Sprich zum Beispiel ähm, der, der Euro gegenüber dem US-Dollar oder sowas. Ähm, Euro gegen den US-Dollar. Ups, Text soll hier weg. So, oder Euro gegenüber ähm, dem neuseeländischen Dollar, Euro gegenüber dem japanischen Yen. Und wenn jetzt zum Beispiel, ich meine, mit Euro geht es noch und so weiter. Ähm oder mit dem Dollar selber. Aber gerade wenn wir jetzt so Drittweltländerwährungen äh, Drittwelt haben und so weiter, die stoßen auf so viele Probleme. Wenn jetzt zum Beispiel einer aus Indonesien oder so äh, arbeitet hier in Deutschland und möchte das Geld für die Familie rüberschaffen ins nächste Land, äh, der stößt auf Probleme. Das glaubst du nicht. Teilweise dauert es Wochen, bis die Transaktion da ist. Dann kriegt er natürlich einen deutlich, deutlich schlechteren Kurs, ähm, weil ihm weil da die Gebühren bis in die Höhe schießen und so weiter und so fort. Und was Quant. Könnte oder eigentlich was Quant kann, was Quant bereits kann, nur noch nicht äh, vollständig umgesetzt implementiert wurde, aber was sie äh, definitiv können, ähm, ist das Ganze zu vereinfachen, indem es nämlich einfach heißt: äh, Machen wir nochmal eine Textdatei hier auf. In dem Fall Euro Quant. So und egal, wo du quasi auf der Welt unterwegs hm. bist, ähm, Du kannst dann damit bezahlen. Also selbst wenn du irgendwo in, in Timbuktu eine Banane kaufen, äh, beim, irgendwo eine Banane oder so beim Strandhändler kaufen möchtest, ähm, der stößt natürlich auch auf das Problem. Okay, Karte nehme ich nicht, Mastercard nehme ich nicht, Visa nehme ich nicht, Euro akzeptiere ich nicht, Yen akzeptiere ich nicht, Dollar akzeptiere ich nicht, nur gib mir hier, gib mir hier das und das. Dann kann Quant einfach ganz blöd gesagt sagen, hier hast du Quant, ich zahle mit Quant und es kommt bei dir genau in der Währung an, die du haben möchtest. Und zwar mhm. nicht erst in drei Wochen, nicht mit einem Spread von 50%, sondern... Jetzt, wenn ich auf diesen Knopf drücke, ist es genau bei dir genauso angekommen, wie du es haben möchtest. Just in time. Bam. Ne? Bam. Es ja. ist auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Illustration. Und äh, ja, so, so sehe ich das natürlich auch. Ne? Also, ähm, so sollte es eigentlich auch im besten Fall funktionieren oder ja. äh, auch ablaufen weil dadurch haben ja Banken generell, ne, das hast du jetzt glaube ich nicht erwähnt, aber ähm, es ist ja nicht nur für den, für den Versendenden, also der die Transaktion versendet, teuer, sondern auch für die Bank. Ne? Klar, die haben auch ja, damit ja, ja. ohne Ende viel Kohle, die die ausgeben müssen. Und wenn ich jetzt an Menschen denke, die, die, die gar keinen Zugang zu Banken haben, weil sie einfach keine, kein, keine Identitätsnachweis haben, wie auch immer, oder von diesem Bankensystem ausgeschlossen sind, bietet Quant durch mobile Apps womöglich ja auch die Möglichkeit, an so einem System mit, mit zu partizipieren, so, somit du, womit du gleich auch Wohlstand mit aufbaust. Banken, wir, wir müssen das Kind auch bei Namen nennen. Wir haben ein sowas von krassen Privileg, dass wir ähm, ein Bankkonto haben, dass wir Zugang zum Aktienmarkt haben, dass wir Forex traden können, dass wir Krypto traden können, wie auch immer. Wir haben diesen Zugang und das ist ein Privileg. Und das ist wiederum Wohlstand. Ne? Wir, wir wissen, wie man einer Inflation entgeht indem man in ETFs investiert, wie auch immer. Es gibt Menschen, die sind aber komplett von diesem Bankensystem ausgeschlossen. Und ja. so ein System würde tatsächlich gleich mit Effizienzsteigerung weltweit einhergehen und auch diesen Menschen den Wohlstand auch bieten, den sie eigentlich verdient haben. Ja. Na, so sehe ich das jetzt. Das sind vielleicht ein bisschen Maxi-Ansichten, aber so sehe ich das. Nö, vollkommen korrekt. Und äh, das Wichtige dabei auch immer, ähm, alles was ich hier sage, das heißt nicht immer, Quant wird alles ersetzen und dann gibt es nur noch Quant und das ist die Weltwährung, sondern es wird einfach koexistieren. Also trotzdem, nur weil äh, theoretisch in Quant umgewandelt werden kann oder Quant die Brücke ist oder vielleicht auch Ripple XRP, die Brücke wird das ja jetzt ja mal dahingestellt, ähm, trotzdem wirst du Euro gegenüber dem US-Dollar handeln können. Deswegen stützt mhm. der Forex-Markt nicht ein oder sowas. <laughs> ähm, äh, das ist aber so das, was immer viele dann auch mir direkt in die Kommentare schreiben und so weiter. Ja, das wird nie passieren und das wird dann niemals ersetzt und die Banken wollen das so und so und so. Äh, das kann alles koexistieren. Das ist einfach nur eine eine Lösung oder eine optimale Lösung, Möglichkeiten zu erschaffen, die viele Dinge einfacher machen und die jeder nutzen können soll. Ergibt das Sinn? Den kann, jeder, nutzen nutzen jeder nutzen kann. Jeder nutzen kann. Ihr wisst, was ich meine. Ja. <laughs> ich, ich hatte den roten Faden verloren, wie ich meinen Satz angefangen da, habe. Darauf, ja. darauf trinke darauf trink ich ein. <laughs> ja, schönen Dank. Ja. So, jedenfalls genau. Jetzt hast du mich völlig aus dem Konzept gebracht. Der jeder, der jeder nutzen kann. Genau, was jeder nutzen kann, aber nicht nutzen muss. Es kann ja trotzdem nur, ja. weil es Strategie B C D E F gibt, kann ja trotzdem die A-Strategie vorhanden bleiben und auch für, ich sage jetzt einfach mal das ältere Volk oder so, auch das Nonplusultra bleiben. Keiner ist dazu gezwungen, das zu nutzen und das ist das Schöne Ganze daran. Quant vernichtet nicht das Alte, sondern es stellt einfach nur eine weitere Möglichkeit dar. Absolut. Genau jetzt, äh, das, das Beispiel dazu, es gibt Briefe und es gibt E-Mails. Es gibt immer Richtig. noch Leute, die schreiben Briefe. Richtig. Die müssen, die müssen nicht zwangsläufig eine E-Mail schreiben, aber die E-Mail ist ja da. Und äh, ich glaube, wenn, wenn alle Menschen Briefe schreiben würden, ich glaube, damit, dann würde die Post untergehen. Und ich glaube, durch, die, durch, e durch den E-Mail-Versand wurden natürlich sehr, sehr viele Einrichtungen auch entlastet und das gleiche Prinzip oder das Konzept von Kryptowährungen und auch Blockchain-Infrastrukturen. Ich glaube schon, dass ähm, die Banken schon dankbar sein werden, dass es solche Arten von Transaktionen oder solche Konzepte es auch geben kann, weil sie einfach auch entlasten. Das müssen wir auch so sagen. Swift ist überladen. Swift ist, ja. ist langsam. Ich glaube, ähm, wenn es sowas wie Quant geben soll, also ähm, wenn es jetzt komplett existiert und auch funktioniert ne, und es jeder auch nutzt und das Gleiche auch mit Chainlink und äh, das Gleiche auch mit, mit äh, XRP. Ich glaube... Ähm, dann, dann würden die Banken schon merken, so oh, das funktioniert doch relativ gut, weil wir weniger Geld ausgeben müssen an SWIFT und SWIFT würde auch viel, viel schneller dann auch agieren und es würde auch viel, viel schneller laufen. Also ich glaube, insgesamt würde man damit eine Effizienzsteigerung schaffen. Ja. So sehe ich das. Und ich glaube auch, diese Technologie ist da, um uns diesen, diesen Mehrwert auch zu bieten. Absolut. Das Einzige, woran es eigentlich aktuell noch scheitert, ist, dass Staat und Banken natürlich nicht wollen, dass der Privatanleger davon profitiert. Äh, so in dem Fall ne? die. Auch wenn das jetzt natürlich von jetzt auf gleich schon die Lösung vielleicht für Banken wäre, das alles schneller, schöner, besser zu machen. Äh, rein theoretisch, ich sage es jetzt mal ganz blöd gesagt, müssten die nur hier eine Schnittstelle schaffen und das läuft. Äh, die machen es aber nicht, weil es steht nicht in deren Interesse, dass Privatanleger mit seinem QNT und XRP-Token reich wird. Ja, also die. In dem Fall, die versuchen eigentlich nur noch einen Weg zu finden, wie die genau das umgehen und dass äh, Schafe hier Schafe bleiben und nicht 10.000 Wölfe hier erwachen und äh, neue Millionäre sind. Das ist eigentlich nur der einzige Grund, warum es noch nicht äh, weltweit gemacht wurde. Du hast bei sowas immer zwei Gründe. Entweder verbietest du es oder du, du, du partizipierst daran. Und verdienst auch ein Stück von deinem Kuchen. Man hat ja schon versucht, Bitcoin zu verbieten in China. Ja, das und geht nicht. Das überall. Das geht nicht. Du kannst nicht etwas verbieten, was einfach aus der Schattenwelt entstanden ist. Bitcoin war irgendwann mal da. Irgendwann mal war sie einfach da. Und es, hat, es funktioniert. Es, ist, es funktioniert einfach. Und du kannst nicht etwas verbieten, was einfach so aus dem Nichts gekommen ist. So, und äh, deswegen versuchen natürlich jetzt auch die Länder mit daran zu partizipieren, weil sie es nicht verbieten können so ja. und, und sie sehen äh, das interesse nach krypto äh, bitcoin ähm, anonymisierung nee äh, pseudonymisierung bitcoin ist ja nicht anonym sondern pseudonym diese pseudonymisierung äh, pseudonymisierung so um, das äh, findet immer mehr, mehr Einklang bei, bei Jugendlichen, auch äh, jüngeren Leuten und die verstehen das und die ähm, wollen natürlich auch auf den sicheren, ähm, die wollen einfach nur mal sicher sein, weil sie einfach auch viel zu erfahren sind. Und wie unsere Jugend, Jay, wir sind, für uns ist Bildung kostenlos. Wir, wir können alle, so in, nein, wir, wir, können, wir können alle, wir können alle Informationen die wir brauchen, uns aus dem Internet rausziehen. Wir ja. wissen, wie die Geldpolitik äh, funktioniert. Wir wissen, wir sind, wir wissen sofort, wenn äh, irgendwo auf der Welt irgendwas passiert, wissen wir davon, ne? Und, da wiederum auch das, das Drucken des Geldes, mein, ich schweife hier gerade ab ich, und auch sagen, ich glaube, lassen das ist Richtung. So <laughs> nee, ich glaube, nee, das lassen wir mal. Ansonsten würden wir noch morgen hier sein. Nee, was ich damit sagen möchte, ist, damit ich da jetzt einen Cut reinbringe, also ISO 222 wird tatsächlich das Finanzsystem, so wie wir es kennen, von Grund auf ändern. Und ich glaube, jeder wird gewinnen. Nicht nur, äh, es wird, glaube ich, wenige Verlierer damit geben, sondern viele Gewinner. Vorausgesetzt äh, sind alle schlau genug und. Äh da steigen auf den Zug mit auf, ne? Und lassen sich davon nicht auffressen. Aber ja. Früher oder später glaube ich schon. Ja, ja, die Zeit entscheidet. Gut, ähm, dann hattest du, glaube ich, noch, v hatten wir V-Mate noch auf dem Gym. Da sind wir ganz kurz bei mir im Video einmal drauf eingegangen. Genau, ähm, du hast ja auch ein Video über V-Mate gemacht, ne? Genau. Es ja. ist ein sehr, sehr äh, kompliziertes Produkt, ein erklärungsbedürftiges Produkt. Ich hatte dazu auch ein Video gemacht. Ähm, was ich tatsächlich äh, interessant finde, ist, wir hatten uns ja äh, eingangs, bevor wir überhaupt das Gespräch begonnen haben, die Aufnahme begonnen haben, haben wir kurz darüber nochmal gesprochen. Und ich glaube, dieser Gedanke ist äh, schon ein Stück weit wichtig, weil einfach diese ähm, Transparenz, ja, äh, wenn du jetzt eine Art Coin Market Cap für NFTs hast, das ist, das zwar gibt es einzelne Seiten, einzelne Plattformen, die genau diese Informationen bieten, bloß mittels dieser App von äh, VMate hast du ja alles zusammen gebündelt. Und äh, letzten Endes da hatten wir auch die Tokenisierung, die Frage der Tokenisierung ja auch für TradingView. Ähm, da musst du natürlich 100 Dollar in V-Mate auch besitzen oder auch das Äquivalent zu Ecomi 200 Dollar und da würde ich gerne mal deine Meinung dazu hören, weil du hast ja auch darüber, du hast ja auch in dem Punkt auch researched, ja. Also ich persönlich halte das natürlich auch für ein überaus interessantes Produkt und wie ist eigentlich deine Meinung dazu? Ja, also ich finde es jetzt auch super interessant, weil erstens haben sie natürlich für Vivi in dem Fall, für das ist ja das Analysetool für Vivi, ähm, eine Nische ganz klar gefunden, weil das war genau das, was Vivi eigentlich noch gefehlt hat. Also ähm, ich habe Vivi auch schon vorher benutzt, ich habe selber keine NFTs dort gekauft, aber ich habe die App gehabt und ich habe immer mal durchgestöbert, weil ich das deutlich interessanter fand als auf OpenSea da irgendwie diese ganzen abgespaceden Affenbilder zu sehen oder sowas. Äh, dafür war Vivi für mich einfach interessanter, so und deswegen. Ähm, und das, was BeMate jetzt kann, in dem Fall und macht, ähm, einmal mit diesem Analyse-Tool als solches, aber gleichzeitig natürlich auch, ähm, das einfach fairer für die Künstlerbranche zu machen, indem sie Fractions von NFTs ermöglichen. Also, dass du wirklich Bruchstücke kaufen kannst, wie du von Bitcoin einzelne Satoshis kaufen kannst. Und ähm, dadurch wird zusätzlich natürlich auch der Künstler nicht nur an dem Weiterverkauf des gesamten NFTs beteiligt, sondern auch nämlich. Ähm, an äh, den Bruchstücken in dem Fall. Dafür bekommt er jedes Mal eine kleine ähm, Entlohnung. man jetzt selber natürlich auch, logischerweise. Auch die müssen sich ja von irgendwas wie finanzieren. Aber das ist halt auch eine wirklich geile Geschichte, weil man muss ja natürlich auch mhm. sagen, es, es ist ganz klar, es ist viel Schmutz unterwegs im NFT-Bereich. Aber manche Sachen sind ja wirklich krasse Kunst auch. Gerade auf Vivi, finde ich, wird das noch mal, noch mal deutlicher mit den Werken, wenn man da mal wirklich intensivst durchstöbert, was man da geboten bekommt. Ähm, und das ist dann einfach nur hm. fairer für die Künstler, weil ich komme ja selber als äh, Kameramann in dem Fall aus der Künstlerbranche. Ähm, meine Freundin ist M Musikerin, also ich weiß ja oder wir alle wissen oder sollten eigentlich wissen, wie krass unterbewertet diese Branche eigentlich ist, also wie wenig die Wertschätzung dahinter spielt oder wa warum, warum ähm, Van Gogh äh, etc. alle völlig verarmt verstorben sind und jetzt werden, wird das für 100 Millionen äh, gehandelt, so ein Bild. Und dass mhm. einfach die Künstler der heutigen Zeit in dem Fall besser durch sowas entlohnt werden und dass dafür die Möglichkeiten gefördert geför werden und dass das WeMade in dem Fall macht, das finde ich super, finde ich super geil. Absolut. Und die Royalties darf man auch nicht vergessen, ne? Also als Künstler mit den Royalties, das ist ja einfach unglaublich, denn partizipierst du immer vom Weiterverkauf der Bilder und genau, äh, das ja. ist einfach eine ne starke Sache. Was ich tatsächlich mich auch gewundert habe und ähm, da hatten wir nämlich auch anfangs darüber gesprochen, denn OpenSea, Magic Eden, und äh, ich weiß nicht, wie die einzelnen NFT-Marktplätze auf Polygon oder so heißen, aber V-Mate schließt ja auch eine Lücke. Das ne? also sind ja ähm, Analyse-Tool, das, das äh, Pendant zu, zu Coin Market Cap, ne? also haben natürlich auch unterschiedliche KPIs, On-Chain-Daten, die in dieser App zusammenführen. Und meine Frage war, ähm, wenn wir da mal ganz kurz in Austausch gehen, wieso hat, ähm, weil Vivi kenne ich ja auch nicht, ich habe von der Plattform Only gehört, bin ich ehrlich, aber die, das, das Konzept hinter einer App zu haben, wo viele verschiedene Informationen zusammenführen, ähm, wie auf äh, Cap. wieso nutzt das OpenSea oder Magic Eden nicht? Also sie haben selber auch einzelne Analyse-Tools, aber keine Oberfläche darüber, wie Selten mein Bild jetzt ist oder wie selten mein, mein Affe ist, oder wie auch ja. immer. Das ist, finde ich, ich glaube, das könnte da die Lücke schließen, aber da würde ich gerne mal deine Meinung auch dazu hören, weil ich natürlich deine Meinung da auch sehr, sehr schätze. Ja, weil das ist natürlich auch genau der Grund, warum v made in dem Fall natürlich entstanden ist, weil äh, die haben diese sämtlichen Plattformen gesehen, dass es das einfach nicht gibt. Und das ist eine ganz klare Marktlücke in dem Fall gewesen. Und ähm, ja, die Frage ist natürlich, warum auch immer gab es das noch nicht, aber äh, V-Mate macht in dem Fall natürlich den richtigen Schritt, indem sie genau diese Marktlücke nutzen, um diese Lücke zu schließen. So, und aber warum es das für andere nicht gibt, äh ja, berechtigte Frage, total. Äh, warum, warum machen das, warum machen sie es nicht selber vor allem? Oder gegebenenfalls äh, über einen Drittanbieter. Und das ist mhm. natürlich für ähm, wie, wie jetzt ein Zuckerschlecken gewesen, ähm, dass äh, da jetzt so eine Plattform aufgetaucht ist und die einfach nur sagen müssen, ja, okay, das finden wir geil, das wollt euch wollen wir als Partner haben. Die sind ja auch offiziell gepartnert. Ähm, mhm. Und eigentlich müsste genau sowas jetzt aus den, aus, den, aus den Ecken sprießen wie Unkraut für genau diese anderen großen Plattformen, OpenSea, Magic Eden und so weiter. Weil das Interesse ist ja definitiv da. Es ist super wichtig zu wissen, wo kommt mein NFT her, was, was sind das für Informationen, Produktinformationen und so weiter. Ähm, super interessant. Also mich würde es echt nicht wundern, wenn irgendwie ähm, v made in naher Zukunft mit äh, weiteren Partnerschaften, mit anderen NFT-Marktplätzen ebenfalls auch kooperiert. Das würde mich tatsächlich nicht wundern, weil die Infos, die man jetzt, im, im, also Stand jetzt äh, bekommt, sind ganz unterschiedliche Internetseiten, wo man äh, auch unterschiedliche Gebührenmodelle hat. Und äh, wenn man einmal allein die Seltenheitsgrade ermitteln möchte und gucken möchte, wie selten ein, ein Affenbild jetzt ist, müsste man rein theoretisch auf eine, ich weiß nicht mehr den Namen, auf eine spezielle Seite und da kostet das sogar Geld. Ja. Und bei VMate finde ich es natürlich persönlich auch spannend, dass man nur 100 Dollar eben auch haben muss. Und in dem Punkt, ja, auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Sache für die Leute, die jetzt V-Mate noch nicht so richtig kennen. Ich werde dir hier oben ein Video verlinken. Da hatte ich nämlich dazu auch ein Video gemacht und gerne auch auf dem Kanal von Jada hat er auch nochmal netterweise ein Video gepostet, könnt ihr gerne nochmal raufklicken. Ähm, Jay, ich glaube, wir sind hier wahnsinnig über der Zeit. Ja, so auf fünf Minuten kommt es ja im Endeffekt nicht an, ja? aber ja, die halbe Stunde haben wir nicht eingehalten diesmal. <laughs> Wir sind, wir haben uns wieder totgelabert. Ja, Jay, auf jeden Fall sehr, sehr geil, dass du dabei warst und dass wir wieder in einem super, super Interview wirklich sehr, sehr interessante Themen behandelt haben. Wie immer ist auch deine Meinung da auch wirklich Gold wert und in dem Punkt entsteht hier eigentlich immer relativ interessante Sachen, wenn wir beide aufeinandertreffen. Und für die Leute, die Jay Trading noch nicht abonniert haben, gerne auf seinen Kanal. Ich werde dich auf jeden Fall unten verlinken. Und möchtest du gerne nochmal zum Abschluss was sagen? Ja, ich freue mich natürlich äh, mit dir das äh, zu machen, die Interviewgeschichte. Oder was heißt Interviews ja eigentlich mehr so ein bisschen Smalltalk, spontaner Smalltalk? Mhm. Es ist ja meistens, wir, wir labern ja einfach immer drauf los und dann äh, geht es natürlich dann auch teilweise ein bisschen länger oder wir schweifen ein bisschen aus, ähm, dann in dem Fall. Ja, grundsätzlich bin ich auf euer Feedback, wie immer gespannt. Ähm, schreibt uns gerne auch mal in die Kommentare Themen, die wir vielleicht das nächste Mal behandeln wollen und. Wir schauen natürlich, dass wir es doch ein bisschen regelmäßiger hinkriegen. Also, wir haben mhm. ursprünglich gesagt, äh, dass wir es eigentlich zwei, dreimal im Monat machen wollten. Es ist jetzt auf einen Monat, äh, einmal im Monat hi hinausgerutscht. Aber es ist halt, wie es ist. Ne? Wir machen es leider nicht Vollzeit beide und äh, dann, äh, ja, ist natürlich manchmal ein bisschen schwierig mit der Zeit. Geplant ist auf jeden Fall, dass wir beide zeitgleich auch nochmal live gehen. Das ist auch nochmal geplant, so dass das wir, wir live, ja. so dass wir live auch hier ne, rechts dann auch die äh, unser Chatfenster haben und du mit deiner äh, mit deiner Community sprichst, ich mit meiner und dass wir dann gemeinsam. Ich glaube, das könnte richtig richtig gut werden, wenn wir mal so eine Art von Format mit aufbauen. Schreib mal gerne in die Kommentare, was du davon hältst, ob du so eine Art Format begrüßen würdest, ob oder ob wir weiterhin jetzt BN Crypto machen sollen. Würde mich auf jeden Fall interessieren, wie du dazu stehst. Und ich würde mal sagen, Jay. Vielen vielen Dank, dass du dabei warst und das nächste Mal, ich hoffe jetzt nicht in einem Monat, dass wir wieder ein Bier in Crypto machen, aber wir versuchen das Ganze noch mal zeitnah für euch noch mal aufzunehmen. An dieser Stelle bedanke ich mich recht herzlich, wünsche allen noch einen wunderschönen Abend und äh, Jay, das letzte Wort hast du. Ach das letzte Wort habe ich. Ja, das letzte äh, Wort hast dann, dann sage ich einfach nur Ciao. Dann haben wir es äh, ziehen wir es nicht also. noch unnötig in die Länge. Ciao Leute, haut da rein. Okay, ciao.